Aber trotzdem hier Stadion- oder Festivalatmosphäre, es ist immer wieder überraschend, die Fans hier auf den Nürburgring, oder? Ja, natürlich, es ist immer wieder toll, hier hinzukommen, die ganze Atmosphäre mitzukriegen und eure Unterstützung ist natürlich super klasse. Ja, heute starte ich vom 6. Platz, mit den Wetterbedingungen ist sicher gut was drin, also mal sehen, hoffentlich kann ich ein gutes Resultat einfahren. Die dritte Reihe beim Start, wenn es wirklich relativ feucht ist, wie ist das denn mit den Sichtbedingungen vor der ersten Kurve? Da kann ich mir vorstellen, das ist gar nicht so optimal, oder? Es kommt ganz drauf an, also so wie es jetzt ist, ist okay, aber wenn es mehr regnet, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, wie schwer das ist mit der Sicht, also man sieht wirklich gar nichts. Und deswegen, aber wie es heute also sieht so aus, als dass es sehr, sehr wechselnde Bedingungen sein werden, von trocken zu nass zu wieder trocken und so weiter. Also wird sicher sehr, sehr spannend alles. Also ist einiges möglich, auch heute im Rennen. Bisher das Wochenende für dich und dein Team. Seid ihr zufrieden mit dem Setup, mit der Einstellung, mit den Zeiten gestern? Ja, zufrieden natürlich schon. Also gestern habe ich das Beste rausgeholt, 6. Platz. Aber insgesamt möchten wir natürlich nach vorne. Ja. Wir möchten ja Rennen gewinnen und das braucht halt noch ein bisschen Zeit jetzt. Aber so wo wir jetzt sind, ist okay. Und versuche jetzt das Beste rauszuholen heute im Rennen. Und dann müssen wir gucken, dass wir jetzt in den nächsten paar Wochen die Lücke schließen zu den Teams da vorne. Weil das kann ja nicht sein, dass dieser Vettel hier jedes Rennen gewinnt. Obwohl, die machen auch einen guten Job, die Jungs von Red Bull, muss man zugeben, glaube ich. Natürlich, ja, fantastisch, klar. Von 15 auf 4, ich glaube, du kannst dich an das Rennen 2009 hier erinnern, das war eine super tolle Sache. Die bisherige Saison, wie fasst du die zusammen für dich? Ja, insgesamt natürlich ernüchternd, weil nach der letztjährigen Saison haben wir gedacht, okay, jetzt dieses Jahr greifen wir an und versuchen wirklich mit vorne dabei zu sein und es ist leider nicht aufgegangen. Ja, und deswegen, aber es ist halt so, dass ein bisschen länger dauert jetzt wie geplant und muss man jetzt so akzeptieren und wir sind alle hart dran am Arbeiten und man sieht auch in der Firma jetzt, also da bewegt sich richtig was. Ja, Mercedes ist da voll dabei, gibt alles und Ross Brawn, Norbert Haug, das wird schon. 99. Grand Prix für dich hier an diesem Wochenende, nächste Woche in Ungarn der 100. Ist das auch so ein besonderes Gefühl, wenn man in diesem Club der 100 vordrängt? Ja, weniger, aber natürlich jetzt, dass ich mit überlege, dass ich 100 Grand Prix schon habe, das ist schon unglaublich, hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist schon sehr, sehr viele. Also, glaub, ja. Nico, wir wünschen dir, dass es im 99. schon weit nach vorne geht, von Position 6 ist einiges möglich. Es wird wieder laut hier. Ich weiß, dein Zeitplan ist sehr eng. Danke, dass du hier warst. Nico Rosberg, alles Gute fürs Rennen. Vielen Dank, Nico Rosberg.